Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, was für ein schönes Bild, das unterbreche ich wirklich nur ungerne, aber wir haben wieder viel zu tun. Erstmal müssen wir Zeug in uns reinstopfen, das gut für die Ausdauer ist. Also nichts rauchen am besten, hier mit den Kidneybohnen. Ne, Dosenerdbeeren. Naja, war rot. Halbwegs richtig, würde ich sagen, was ich da gesagt habe. Ansonsten müssen wir ganz dringend den Kojoten abgeben. Da war ja was, da war ja was. Auf zum Camp. Und dann will Lenny was von uns oder Leopold. Das ist Lenny. Wunderbar. So, die Mission machen wir dann gleich. Falls nichts dazwischen kommt. Ich garantiere mal wieder für nichts. Das kann ich am besten. Auch mit den zwei Leuten drauf wird man vielleicht gar nicht mal so schlecht Umsatz machen, wenn man das Seamus zurückgeben. Wir wollen ja nicht übertreiben. Da ist noch ein Camp. Sind das diesmal O'Driscolls? Die haben wir doch dort schon ausgeräuchert. Vorsichtsstufe. Vorsichtsstufe. Wir schauen uns das mal an. Das war auch eine größere Ansammlung an Freunden. Vielleicht sind die ja auch mehrfach da. Wer weiß das schon. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, das sind nur Driscolls. Ah. Dann nehme ich hier schön Pump Action. Ja, das sind nur Lakaien, ganz richtig. Oh, und das hat nicht mal alle erwischt. Pump Action! Mehr Pump Action. Nicht abhauen. Steh erstmal auf, bevor du... Oh. Er ist gestorben. Nee. Jetzt ist er gestorben. Habe ich verwechselt, es tut mir leid. Ich dachte, das hätte man schon ausgeraubt. Naja, was soll's. Doppelt hält länger. Ach ja, das Problem mit Dynamit ist, es macht zwar Spaß, aber ich kann kaum noch was looten hier. Ein Plättchen nehmen aber ich. Haben wir hier was? Nicht die Kopfbedeckung, die Zigaretten! Nehmen. Wunderbar, neues Bildchen. Ah, wunderbar. Jo, das sieht doch noch ganz gut aus. Die sind ja doch nicht verbrannt und der Loot gleich damit mit ihnen. Hier damit. Silberne Taschenuhr. Alles, was Freude bereitet. Wieso ist denn hier die Wanne so blutig? Das war ich definitiv nicht. Das war man. Ja, ganz vorsichtig. Waffenöl und Plündern. Da haben wir Medizin, aber Medizin haben wir jetzt wahrlich genug. Haben wir hier noch irgendwas? Da steht wieder die Flasche, mit der man nichts anfangen kann. Ja, leere Flasche. Obwohl. Können Perspektive wechseln. Old Blood Eyes. Jefferson Knightings Co. Aha. Ich weiß, was wir damit machen können. Ja. Jetzt ist eine kaputte leere Flasche. Hat sie davon. Jo. Achso, mein Pferd muss ich auch mal in den Stall bringen. Hab dem noch gar keinen Namen gegeben. Mögliche Namensvorschläge philosophieren. Was wäre denn... Das ist ein weibliches Pferd, oder? Here we go. Ja? You're all right, girl. Ja, ist ein Girl. Oh Gott. Jumper, ist das geschlechtsneutral? Ist ja eigentlich egal, ist ein Pferd. Good girl. Obwohl, vielleicht nenne ich sie Vanilla. Weil sie so weiß ist. Oder Weißbrot. Weil sie wie ein Geist ist.
Hey, you're okay, girl. Natürlich ist sie in Ordnung. So, aber ist echt nicht weit weg. Emerald Ranch von unserem aktuellen Camp. Und von dem Herkunftsort der Leiche auf meinem... Der Leiche, die sich gerade auf meinem Pferd befindet. Okay, ja, da beschwert sich das Pferd zurecht. Reit wieder einen ordentlichen Mist zusammen. Irgendwer schreit vor uns. Könnte aber nur ein Tier sein. Das weiß man nie so genau. Manche machen echt komische Geräusche. Sie ist jetzt nicht ein hier Umweg zu reiten. Die Schienen führen uns doch auch dahin, wo wir wollen. Vorsicht, Hase. Kein Hase mehr. Zumindest einer weniger gerade in der Spielwelt. Vielleicht spawnt irgendwo anders ein neuer nach. Ja. Ah. Whoa. Steady. Easy, fella. What cargo you bringing through here? Easy there. I'm trying to get these supplies to the federal building. It's on the knee. Federal ain't got no authority here. We'll be taking them good. Jo, ich bereite mal meine Waffe vor. You fellas are crazier than you look. Crazy? It's paying tax to land rubbers up north. Now get out! Shit. I declare these goods the property of the citizens of Lemoyne. Yeah, sure, do this. Wo ist der andere? Da ist er. Du machst gar nichts mit mir. Du machst gar nichts mit mir. Okay. Ganz ruhig, Girl. Name, Name, Name für einen Gaul. A horse with no name. Ja, ja, ja. Und ein Horse with no name. Bin echt schlecht im Singen. Das mache ich durch meinen Schwarm aber weg. Dann will er damit machen, Vorräte wegbringen. Ne, die bringen wir jetzt nicht zu Seamus. So hat die letzte Episode ja aufgehört. Für $40 bewege ich mich heute nicht mehr. Servus, Mister. Ich habe da hinten nur kurz aufgeräumt. Ein Glück ist es nicht zu einem Zeugen geworden. Wie nennen wir sie denn? Pancake wäre ein schöner Name. Mir gefällt Pancake. Passend für ein Pferd dieses Kalibers. Ja, anwesend. Servus. Da will noch mal jemand angeln gehen. Diesmal ist es Javier. Der kennt auch gute Spots. Relax. Da vorne ist was zum Anschnallen. Ja, zum Pferd festmachen. Ah, Pearson ist da. This is fine country. Ja, ja, Dutch. Halt mal die Phrase. Der Kojote vergammelt, der muss in den Eintopf. Wie, der... Ah, oh, der nimmt ihn nicht. Don't forget to go hunting, Mr. Morgan. Ja, ja, du kriegst erstmal Fisch. Scheiß Kojote. Will niemand fressen. So. Will mein Pferd. Wer hat dich da hinten geparkt? Ganz abseits vom Schuss. Und die anderen dürfen hier chillen. Sowas. So. Runter mit dem Kojoten. Diesmal gehen wir nicht zu den Krokodilen. Ah, die Fliegen sind schon dran. Ich glaube, Schweine würden sogar das fressen. Die sind sehr, sehr aggressive Allesfresser. Die Pferde wohl eher nicht. Ich hoffe mal auf ein paar Piranhas direkt vorm Camp. Ja. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Geier oder so. Aus den Augen, aus dem Sinn. Sehr gut, was machen wir denn? Angeln gehen würde ich ganz gern mit Javier, aber ich will bessere Köder davor. Ich würde sagen, wir schauen mal, was Lenny von uns tatsächlich will. Hat ja gesagt, falls ich nicht abgelenkt werde, machen wir das als nächstes. Nicht, dass der auch noch angeln gehen will. Irgendwie müssen wir, glaube ich, die Ehre auch mal wieder verbessern. Das sieht so mittelgut aus. So mittelgut. Viel zu viele Pferde erschossen in letzter Zeit. Yes, kid. You got a lot on? Nein.
Alles gut, was willst du? Ah, just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings, sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, they've been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckon there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. With just a bunch of crazies guarding it? Exactly. Wow. That klingt gut. Worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Nein, klingt okay. Shady. Ich glaube, ich erinnere mich an die Mission. Das ist dann der Ort vom nächsten Camp. Glaube ich zumindest. Also nicht, dass wir jetzt umziehen, das dauert noch eine Weile, aber ich glaube, Shady Bell oder das Haus da ist da, wo wir dann hinziehen. Könnt ihr euch ja selbst, wenn ihr es nicht kennt, einen Eindruck machen. Ich finde die Stelle hier schöner. Und wie gesagt, das dauert noch eine ordentliche Weile. Je nachdem, wie ich die Mission hier durchziehe und wie gut ich treffe. Ja, ja. Und ob wir noch den legendären Fisch hier in der Nähe fangen wollen. Ciao, Jungs. Vielleicht ziehe ich mich davor mal um. Schläger. Das klingt gut. Ich gerade auch schon meiner wilden Frisur. I might have met these crazies before. You been drinking again? Natürlich. No. Well, yes, but no, that's not how I might have met them. I think some of them harangued me and Sadie when we were coming back with supplies. Mrs. Adler? Yeah. And Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. Mm-hmm. She's terrified. But I got a notion these fellers is one and the same. Yeah, we won't find no shortage of angry Peckerwood idiots in the state of Lemoyne. That's for sure. Garantiert. Is it really that different in this state? We haven't come far. It seems like it is. These boys got a manner about them, but I haven't necessarily noticed. All respect, Mr. Morgan. You wouldn't notice. Might call you a nigger lover. They see us riding like this. But most of it is a glance or a word. And after that, a visit in the night. Well, out west, it's... Out west is out west. And you're all who you are. Der Süden ist nicht umsonst zurückgeblieben. Furchtbare. Furchtbar, dass man andere Menschen beurteilt nach ihrer Hautfarbe. Sorry, you're caught up in this. Well, I guess their gold's still shining and their guns still shoot. Ja, im Moment die Hauptsache, wenn man nichts ändern kann. Okay, then. Plus, it beats being lynched back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Ja, das klang tatsächlich nicht so angenehm. Bin froh, dass wir das nicht heute gemacht haben. Wieso reite ich vor? Du kennst den Weg. Okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ach, das ist ein richtig cooler Wald. It's a rundown old plantation house. Down in the bayou somewhere. Let's take it slow. Be cautious. Ach, die alte Kirche da? Nee, das ist nicht der Ort vom nächsten Camp. We're gonna wanna strategize a little before getting shot at. Of course. Hier habe ich doch schon alle ausgeschaltet. They said find the old battlefield and keep on going. Well, we got some wrecked old Civil War weaponry. Da ist bestimmt was im Kamin. Wrecked old Civil War holdouts. Scheiße. Ich irre mich da immer. Ja. Mein Horse ist gerade sich am Erleichtern. Mein Pferd. Verzeihung. They're supposed to use it as an outpost. Heard they got men going between here and the big house all day. Okay. Ah, das Big House ist dann das, wo wir noch hinreiten. Das wird dann das neue Camp. Aber wie gesagt, nicht heute. Zu einem anderen Zeitpunkt.
irgendwann, glaube ich. Bin mir fast sicher. Imagine getting caught up in a fight like this. Yeah, I don't care to. Jo, Jungs, dann kommt mal raus. Let's just take a look around the place. I hear you. It doesn't look like anyone's here. Ja, hab ja alle erschossen. We don't know. Wie sollte es denn möglich sein? Hold that for sure. Let's have us a nosy. You seen something, Alpha? Hear that? Nein. Someone's on the track. Schlecht für die. Einmal auf mein Pferd steigen. Ich dachte, ich darf was looten. Ja, komm hier. Ich dachte, wir sind jetzt so verbunden. Let's see where he's going. You're on me now. Right behind you. Der hat schöne rote Fässer geladen. Just two fellers out on the road. Mit vielen Waffen. Those crates in the back. They look like explosives to you? Ja, ein bisschen. Worth a follow at least. Alright, girl. Wildschwein. Glaubt, das bringt Glück, wenn die vor einem weglaufen. Zumindest mehr Glück, als wenn sie einen frontal angreifen. End of the avenue, between the trees. Might be it. Might be. Keep it steady. Das war aber auch kein langer Weg. Hey, big plantation house. Must be Shady Bear. I reckon we can leave our mounts up there, off the trail. Das sieht doch richtig aus. So, hinter den Bäumen parken. Lancaster. Nee, ich hätte gern den. Hatten wir nicht noch was anderes? Springfield. Und dann nehmen wir doch lieber. Repetier. Ah, nehmen wir Lancaster. Jo. Hold your horses. Get down and come on. Ja, ich bin vor dir. Klingt gut. Ich habe meinen Sharpshooter dabei. Wenn ich mich mal wieder in ihm feststecke. Lenny. Zielfernrohr. Yes. Yes. They're here, all right. And they're armed. Almost a militia. Got a Gatling gun up there, too. Well, they got that house locked down real tight. Ach, das da. Ja, ist doch gut für uns, oder? You ain't seen anything worth shooting or stealing? Can you look again for me? They got men covering the house. Down by the road. We'd do well to draw them into one spot if we're gonna make a pass at this. Ach, ich treffe auch schon. Look over to the left. Hey, we came all this way, so can you look again and see if you spot anything? Ich versuch's. I know dynamite crates when I see them. We got something, right? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Just draw them into one spot, then I'll start shooting. Well, that might be the dumbest idea I've ever heard. But hey, I'm always up for a performance. Geh mal, das will ich sehen. Give them both barrels a charm. Wouldn't try anything less. Oh, schießt ja schon jemand. Wenn ich mich so rumlehne, sehen die mich bestimmt. Ich bin ja da in voller Montur. Today is a fine and fabulous day. As all days. And so may it be. Praise be, my people. Bin so unauffällig. Praise be, my people. Praise be. Now, I come in peace to discuss the merit of glory and interest you in eternity. Praise be, my people. That's it. Praise be. Now, are you? Have you? Will you be saved, my? Ich glaube, da müssen wir hier mal mit Dead Eye was machen.
glaube, so ist es gedacht. So schnell treffe ich halt nicht. Eins, zwei. Würde auch gern die Crates zum Explodieren bringen, aber wenn wir die verkaufen wollen, weiß ich hier nicht. Ich habe gut getroffen. Meine Sache gut gemacht. Jetzt ist der Wagen weg. Nee, kein Dynamit für uns. Lass Lenny in Ruhe. Okay, gut, in den Arsch geschossen. Das wird am nächsten Tag noch mehr wehtun. Komm schon. Lenny, triff auch mal. Was machst du hier? Du wirst hier gar nichts verbrennen. So. Alles gut. Sieh's. Aha. Nicht mal zur Gatling Gun ist der gekommen. Und mein Bartwuchs ist in dieser Episode enorm. Beschwer mich nicht. Ich wünsche, das wäre im Real Life auch so. Ach, ich liebe dieses Rolling Block Rifle oder was das ist. Nein! So, auf dem Crate. Ah, das explodiert gar nicht. Alle tot? Nix quick looten. Das ist in Ordnung. Und die goldenen Eheringe zurücklassen. Hinter uns kommt ein Zug. Und er wird bestimmt nicht hier reinkommen. Boah, ist das viel Loot für mich. Lenny, das war eine gute Idee, hier hinzukommen. So schlecht finde ich es hier auch nicht, aber ist halt kein See. Gut, ein bisschen See ist da. Würde ich aber sagen, das ist kein guter Vergleich. Kein guter Vergleich. Chillt doch mal, meine Kollegen. Oh, die hatten Dynamit dabei. Hätten sie mal einsetzen sollen. Ja, Arthur hat es gerade eilig. Arthur hat nämlich kein Geld mehr. Außer $800. Nee, durchsuch sie doch. Ins Haus müssen wir eigentlich auch, oder? Ja, alles zu seiner Zeit, Lenny. Ist mir zumindest noch nie passiert, dass eine Mission deswegen gescheitert ist, deswegen. Macht mir es doch einfach ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Mensch, hier konnte man noch nie wirklich looten auf einen Haufen. Das ist wunderbar. Hätten auch mehr Leute sein können. Ich hätte den ganzen Tag so weiterschießen können. Zumindest bis die Munition alle ist. So, das war doch schon mal ein erfolgreicher Raubzug. Dann wollen wir noch uns kurz um die hier vorne kümmern. Ui, sein Gesicht sieht aber mitgenommen aus. So, und oben ist glaube ich noch einer, obwohl... Nee, da liegt er ja. Ja, mein Gott. Jetzt trinkt das Spiel schon. Was ist denn noch drin? Will ich doch auch noch durchsuchen. Oder vielleicht kommen die nochmal nach. Wir gehen erstmal raus, bevor Lenny... Steige auf den Wagen. Ich will aber looten. Ich hoffe, das ist keine falsche Entscheidung. Here. Come on. Wo geht? This is full of new rifles. We can sell those, right? We sure can. We'll check the rest later. Now, come on. Let's go.
Nein. Let's go, let's go. Get this back to camp. Ja. Erstmal umschauen. Da ist hier viel Dynamit drin. Hätte man nicht noch reingehen sollen? Vielleicht hätte man am Anfang reingehen sollen. Da ist Waffenöl, brauche ich nicht. Ich lasse die reinigen. So, haben wir hier noch was? Ein Kamin. Der wird sich doch anbieten, Geld dahinter versteckt zu halten. Na, scheiße. Eine kleine Abstellkammer. Und dann Hausflur oder was auch immer. Ja, das ist die Abstellkammer. Komm schon. Also Missionszeit werde ich auf jeden Fall nicht einhalten. Ja, dann muss ich auch nicht. Gibt hier so schönes Zeug. Geht noch ein bisschen nach oben. Da gibt es hier immerhin eine Gatling-Gun. Zumindest noch eine Leiche. Okay, da ist nichts weiter. Hier lag was. Geldschein. Und Lenny wollte ohne das gehen. Was? Ich kann keinen weiteren Geldschein tragen. Das glaube ich aber nicht. Ja, Spiel. Nervt mich. Wichtiges. Schrank durchsuchen. Dann will ich hören. Also den Schrank. Und Garderobe. Und Mist. Wo ist das hier heruntergekommen? Und Premium-Zigaretten. Nächstes Bild für Papa. Sobald wir eine angefangen haben zu rauchen. Sehr gut. Und eine Taschenuhr. Jetzt heb halt mal auf. Und Taschenuhr. Noch irgendwas da hinten. Ja, hier kommt man nicht rein. Komm schon, Goldbahn. Scheiße. Nicht rein. Mal auch nicht rein. Ah, ich glaube, das war es tatsächlich erstmal hier in dem Haus. Zumindest sehe ich nichts. Noch ein Kamin. Scheiße, nichts drin. Nichts, was offensichtlich mir ins Auge springt. Lenny. Was trödelst du die ganze Zeit? Ich fühle mich gut belootet. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. So, Pferde folgen uns auch. Das ist wunderbar. Hey, Riders, coming our way. Okay. Keep a cool head. What's a black feller doing coming out of Shady Bell? In one of our wagons. Let's go! Wieso schon wieder? Ach, ich hab's Pferd getroffen. Das tut mir so leid. Leonard. I'm looking, alright? I can't see anyone chasing us. Yeah, good. I should think we're out of the woods then, so to speak. Boy, oh boy. You did good. We did it. Well, let's get to camp before saying anything like that. I know Sean's been bringing in quite a lot lately, and I wanted to... It's good to have something to show like this. Sean's a loudmouth bragger. Don't worry about what Sean does. Hier noch Fuß getrappelt. Hey, you know? Ja, vielleicht noch von den Pferden hinter mir. Against my better judgment. Just... You worry about you. He wasn't on Leviticus Cornwall's train with me. We had to dig him out of Blackwater. But... No, but nothing. Me and Dutch, and everyone who counts, we know what you do for this gang. We notice. Keep it up. You're gonna start seeing things change for you. Okay, then. Okay. Thank you, Arthur. Hoffentlich ist das nicht einfach so ein leeres Versprechen. Oh nein, die Lichtstimmung ist gleich. Davor war es doch so genial. Ah, es könnte immer diese Beleuchtungsstufe haben. Jetzt ist mir ein bisschen zu zwielichtig. Ich wäre da geradeaus gefahren.
Hätte da keinen Schlinker gemacht. Aber ich darf ja anscheinend nicht mehr. The camp's in these trees up here. Let's get there. Ja, ich weiß, dass es da ist. Hätte ich jetzt auch noch alleine hingefunden. Hab gar nicht gesehen, wie viel Geld wir inzwischen haben. Das taucht zwar jedes Mal auf, wenn ich was aussammle, aber das ist so weit rechts oben in meinem Bildschirm. Schau da gar nicht hin. Muss ich gleich mal ins Inventar gehen. Da steht es meistens dann dran. Ach, ein guter Raubzug. These are fine rifles. Right? I'm gonna keep one, just for me. Hey, I always enjoy riding with you, kid. You know how to fight. Ich mag Lenny. You too. Anytime, Arthur. Was habe ich denn jetzt bekommen? Ein Bolt-Action-Gewehr hier damit. Muss man natürlich noch modifizieren, aber alles gut. Wer schreit? Warum? Oh, da ist... Oh! Gar nicht so schlecht. Silber. Was habe ich falsch gemacht? Missionszeit. Missionszeit mal wieder. Ja, aber ich lasse mich nicht hetzen. Ja, habe ich schon gesagt. So, jetzt gönnen wir uns mal was von dem schönen Linseneintopf. Der hoffentlich für uns mal bereit steht. Sonst esse ich ja eher auswärtig. Vielleicht ist da auch ein bisschen was von meinem Fischstückchen drin. So. Ich glaube, Pearson kann für uns auch was craften. Müssen wir mal gleich anschwätzen. Kann ja nicht sein, dass er hier nachts schon keinen Service mehr anbietet. Lecker Schmecker Fischgulasch. Keine Ahnung, was das war. So. Pearson. Verbesserung. Oder sind das nur optische Speisewagen? Ja, das klingt gut. Das können wir noch nicht. Hauptlagerfeuer. Ja, das können wir halt dekorieren. Aber das kann ich mir noch nicht leisten. Hängende Knochen. Ja, damit. Sehr gut. Lagertische kann ich nicht. Johns Unterkunft, Pech gehabt. Meine Unterkunft? Nein, ich habe selber Pech gehabt. Tasche, Arzt 9, genau. Tasche für Vorräte, Materialien. Am Wachlagerfeuer her. Kontrollbuch und dann Wachlagerfeuer. Ist das ein Wachlagerfeuer? Oh, es schläft zumindest nicht. Guten Abend. Was hat der so tief geredet? Stay away from me. But I got a tip. That's exactly what I'm afraid of. Was für ein Tipp? It's a goodie, I'm telling you. Sehr gut. It always is with you. Then we end up hidden in a burning barn getting shot at. You're a sad man, Arthur Morgan. Sad man. Ich will den Tipp hören. Nicht weggehen. Oh, Scheiße. Ich will was craften. Oh, Schwanzen hat wieder gut gekübelt. Entschuldigung. Na ja, gut. Das hat wohl keinen Sinn, da was craften zu wollen. Das geht gerade nicht. Wir können aber dem Camp noch ein bisschen was in... Sehr gut, Schwunzen. Wo ist das Geld? Ich brauche Geld. So. So kann ich hier nichts eintragen. Ciao. So. Kontrollbuch. Nee, ich muss ja erst Geld spenden. Stop giving me that lost puppy look. So, you're speaking to me at least. Die streiten sich. I have never known a woman with so many needs. You don't know the first thing about a woman's needs. How selfish are you? Waffen und Munition auffüllen, sehr gut. Oh, ein Hühnerstall. Pferdestation. Lederwerkzeug. I want to help you, Dutch, but there's this. You can.
Wir können ein Boot kaufen? Wirklich? Kann ich das rufen? Gar nicht ruhig hier. Klingt ja wie ein altes Ehepaar. Und ihr sitzt hier gar nicht zusammen. Da komm ich schon, Arthur. Ah, Schulden abbezahlt auch noch. Und Beitrag leisten. Geld. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Will mir ein bisschen was kaufen. Das wird schon wieder so viel. Naja, was die Bande hat. Ach, scheiß drauf. Ja, nicht 700. Ja, Zahl des Satans. Nee, da bin ich zu abergläubisch. Wir machen 550. Das scheiß drauf. 599,95. Kann sich das nicht beschweren. Mein armes Geld. Aber ich bin ja so nett. Und kauft jetzt erstmal einen Hühnerstall. Können die alten Damen hier Motorrad dann in dem fahren? Was braucht man denn nicht auffüllen? Obwohl, das Boot hatte ich noch nie. Einfacher Transport und Zugang zu Angelplätzen, okay. Wir kaufen erstmal einen Hühnerstall. Ja. Wunderbar. Oh, da ist er. Für das Geld hätte ich einen größeren erwartet. Holz ist nicht so teuer. Und Hühner kann man sich stehlen. So, dann Lederbearbeitungswerkzeug. Ist das nicht schön? Ein Holzbrett, eine Schale. Epischer Zoom darauf. Na, ja, scheiße, fürs Boot reicht's natürlich nicht. Richtige Abwechslung. Kautabak und Premium-Konserven her damit. Ah. Und jetzt, wenn ich mein ganzes Geld noch einsetze, können wir uns das Boot kaufen. Oder ich mache die Sinne schärfen, dann können wir es uns nicht leisten. Ach, was soll's. Ich will immer schon mal ein Boot besitzen. Zum Angeln. Was soll's. Ich beschwere mich immer, dass ich pleite bin. Warum soll ich mir die Grundlage dafür nehmen? So, 147. Dann haben wir natürlich noch Gegenstände. Und dann ist das Camp verbessert und ab da können wir mal persönlich sparen. Gegenstand. Oh, so viele sogar. Ja, ich drücke auf Spenden. 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 Ich gebe dem Camp meinen ganzen Besitz. Und niemand dankt's mir. Nehme ich nur auf gefährliche Sachen mit. Spenden kaum was selbst, das kann man ja nachlesen. Das meiste Geld hier kommt nur von mir. Okay. Mehr wollt ihr nicht, dann einmal ins Kontrollbuch. Und dann bitte einmal ein persönliches Boot. Also das Pferdeding haben wir ja auch noch. Erst Boot. Boot. Nicht Pferd, Boot. Da ist es. Sogar mit schöner Sportumrandung oben. So, 300 braucht man dafür. Sinne schärfen kostet aber nur 30. Ja, Menge und Qualität hat sich verbessert. Mein eigenes Camp plündere ich eh nicht so. Außerdem haben wir die Taschen immer voll. Und 50 Euro etwas mit Schuss. Oder gönn dir was. Gönn dir was, können wir uns nicht gönnen. Etwas mit Schuss. Sehr gut. Kann man uns nachhaltiger die Birne wegsaufen, falls das was Gutes ist. Ich würde sagen, nein. Okay, und dann brauchen wir nochmal 500 und dann haben wir, glaube ich, alles gekauft vom Campbuch. Und dann dankt es mir immer noch keiner. So eine Scheiße. Ah, ich bin wieder pleite, aber diesmal komplett, bis auf ein paar Wertgegenstände. Na gut. Ich würde aber sagen, das reicht für die Episode.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.